Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Bioshock. Wir müssten jetzt dann schon bei der 31. Folge sein. Und jo, das letzte Mal waren wir hier stehen geblieben. Ich habe mir extra so einen Marker gemacht, beziehungsweise so ein, ach, wie soll ich's, nur so eine Notiz, sage ich jetzt mal, dass ich hier vor dem Tor stehen bleib und dann hier reingehe. Wir wollten ja hier noch alles erkunden, denn wir brauchen immer noch für unsere Bombe die Materialien. Und jo, ich hoffe, ich übersteuere nicht gerade, ich habe gerade mein Mikro ein bisschen umgestellt. Ich hoffe, es müsste so passen, sage ich jetzt mal. Okay, hier haben wir noch eine Juvenstation. Ach Gott. Ach du Scheiße. Hier geht's ja mal ab. Ich muss hier erst langsam mal schauen. Hier haben wir noch Splittergranaten. Wieso nicht? Das ist doch immer gut sowas, oder? Immer gut. Hier haben wir Riesendüfter. So eine sollte man in seinem Rechner haben. 2 auf 2 Meter. So sieht's aus. Gut, hier haben wir schon so ein kleines Schätzchen. Okay, spritzen wir uns nochmal nach. Wo haben wir denn? Was ist denn hier das da? Stickstoffgranate. Oh mein Gott, da ist nochmal so ein Schatz. Kann man die überhaupt... Oh Gott, wo ist denn der? Ach, da! Habe ich gar nicht gesehen. Was haben wir hier? Eine Leiche. Das muss ich mir mal genauer anschauen. Stickstoffgranate. Ach so, das war eine Stickstoffgranate. Und das Ding hieß nicht Stickstoffgranate. Ich dachte, der Automat hieß so. Hier haben wir noch einen Verbandskasten. Nein, komm, so. Hä? Die kann ich nicht auch mitnehmen. Nehmen wir den noch mit? Und was haben wir hier noch? Können wir noch Pistolenkugeln mitnehmen? Irgendwie habe ich das Gefühl, hier finden wir nichts. Ich hätte euch wetten können, hier finden wir was. Naja, dann halt nicht. Müssen wir halt wieder hier zurück. Das müsste jetzt gleich hier sein wieder. Mich würde echt mal interessieren, für was diese Schlupflöcher sind. Komisch. Naja. Können wir nichts machen. Wo waren wir denn hier jetzt noch nicht? Kern, wir haben jetzt eigentlich alles durchsucht. Du hast alle benötigten R. Ach doch, das haben wir ja schon. Die Brat, die wir besorgt, bringe sie zurück zum Gerät und füge diese Bestandteile hinzu. Kern, oder? Na gut, dann haben wir es ja schon. Dann sind wir ja schon weit. Ich dachte, wir müssen noch viel mehr suchen. Hat sich das ein bisschen falsch in Erinnerung. Jetzt können wir sogar einfach der Kompassnadel folgen. Ganz easy going, würde ich jetzt mal sagen. Ich finde die Grafik ja irgendwie von Bioshock. Sie ist jetzt, sagen wir nicht, so wie Assassin's Creed 4 oder so. Aber sie ist jetzt auch nicht schlecht. Und ich weiß nicht, wo ich hin muss. Hier muss ich hin, so. Und sie ist ja auch nicht schlecht, würde ich jetzt mal sagen. Also, so mittendrin. Gut. Müssen wir jetzt hier lang? Ja. Jetzt lang, gleich links. Wir können einfach auch der Kompassnadel theoretisch nach. Hier lang. Ach, nice, mein Lieblingsalarm. Ich schaue hier immer wieder, ob ich richtig bin. Ja, nicht, dass ich mich hier verlaufe, das wäre nicht gut. Dann laufen wir die ganze Folge nämlich alles umsonst. Und das mag ich nicht. Gut, ab jetzt weiß ich den Weg auswendig. Aber ich höre schon wieder jemand. Deswegen lade ich hier mal lieber. Gott, und ich höre auch schon wieder. Lieben Freund von uns. Ach, oh Gott. Wie ich ihn liebe. Diese Bounters oder Big Daddies oder... Ach, ich weiß auch nicht, wie man sie nennt. Oh Gott, war das schlecht getroffen. Hey! Müsste ich doch schon tot sein. Jetzt aber, komm. Hey! Okay, der ist tot. Dann haben wir ihn. Hey, Kollege, ganz ruhig, ganz ruhig. Du musst jetzt nicht an der Decke oben hängen, weil du denkst, ich sehe dich nicht. Komm, 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 so. Jetzt haben wir ihn. Ich will da immer nicht so viel verschießen, aber... Macht so Spaß. Hier war doch noch irgendwas. Den da? Hä? Ach Gott, der hier. Der singt schon wieder. Komm her, mein Schatz. So, gut, nehmen wir dich mit. Ich habe das Gefühl, hier waren wir noch nicht. Aber egal. Uns interessiert momentan nur diese Bombe. Also, dann gehen wir mal los. Aber jetzt wirklich, der hier hat nichts mehr. Ah ne, was ich stehe ist. Munitionsautomat. Gar keine schlechte Idee. Maschinengewehr. Oh mein Gott. Sieht sehr schlecht aus. Hier haben wir noch ein paar. Nur noch 6. Splittergranaten kaufen wir noch ein paar.
paar MG-Patronen, noch ein paar Splittergranaten und ein paar MG-Patronen. Und Pistolenkugeln. So, jetzt haben wir wieder, sag ich mal, weniger Geld. Und eigentlich müsste uns es lange reichen. Wir haben hier jetzt 111. Und hier haben wir was. Falls ein paar Big Daddies kommen, von denen haben wir jetzt auch 77 Dollar gekriegt. Und dann müsste das ja passen, wenn wir von dem das Geld kriegen. Und das dann wieder in Splittergranaten stecken. In diese hier meine ich jetzt. Granatwerfer, Splittergranaten und Kontaktmine. Ja. Gut. Nee, hier war es nicht lang. Hier lang. Gut. Dann schauen wir mal, ob wir jetzt bauen können. Bauen. Ziel erreicht. Gib das Ionengel in die Bombe. Ja, wir geben alles einfach ein. Dafür ist nicht in dem Was sind in deinem Journal aufgeführt? Ach Gott. Jetzt müssen wir schon weitergehen, okay? Das Gerät benötigt eine Nitroglycerin-Ladung. Kyburz hat sie in seinem Büro eingeschlossen. Okay, dann gehen wir die mal schnell holen. Ich weiß nicht, wieso wir die vorher nicht mitnehmen mussten, aber... Oh Gott, das habe ich noch gar nicht benutzt. Den Zorn ist es doch, gell? Ja. Ich muss mal schauen, ob der viel Damage macht. Vielleicht macht er ja viel. Ja, wo geht's hier hin? Hier war ich ja nur hier. Hier ein Verbandskasten. Hey. Hey, komm. Wieso kann ich den nicht mitnehmen? Gut. Ja, ja, du hättest deine Schnauze. Ryan Splicer schaffen gerade die junge Frau weg. Sicher ist sie eine von Ryans Spionen, hergeschickt, um mich auszuhorchen. Ich glaube es jedenfalls. Falls ich mich täusche, endet ein unschuldiges Mädchen an Ryans blutiger Trophäenwand. Falls ich recht habe... Naja, ich hoffe mal, ich habe recht. Das Gerät ist so gut wie fertig. Ich kann mir jetzt keine Gefühlsduseleien leisten. Bloß das nicht. Okay. Das ist ja... Nee, hier ist doch Nitroglycerin. Ja, geil. Wie kriegen wir das jetzt raus? Ist in seinem Büro eingeschlossen. Ja, nice. Cool. Hui. Wir haben hier aber alles untersucht. Oh mein Gott. Wir haben gerade Stromschlag gekriegt. Ich heile uns mal schnell. Das würde mich jetzt echt interessieren. Nein, nicht durch. Ja, da kriegen wir es oder so ein. Obwohl, oh nee. Ach komm, ist doch egal. Die fallen ja eh ab jetzt. Von dem her, das verstehe ich jetzt nicht. Wir sind doch hier in seinem Büro. So. Und was steht hier? Ich lasse mir einen Tipp anzeigen. Die EMP benötigt ein Ladenitroglycerin. Die findest du im Kyburz Büro. Um den Schrank zu öffnen, suche nach einem Schaltknopf auf dem Schreibtisch in der Nähe. Oder? Was? Im, beim Schreibtisch. Auf dem Schreibtisch in der Nähe. Ja gut, dann durchsuchen wir hier mal alles. Leiche. Ein Knopf. Oh mein Gott, ich erschreck davon. Hier. Ein interessanter Schalter. Nitroglycerin. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, ist ja klar. Woher kommt der? Der kommt jetzt einfach aus nirgendwo her. Und ich weiß nicht warum. So, gehen wir mal hier weiter. Und so, und wieder dadurch. So, ich lade hier mal kurz nochmal nach. Sicher ist sicher. Den da kann man auch mal nachladen, falls wieder Überraschungsbesuch vorbeikommt. Jetzt habe ich die nicht fertig geladen, ich tapp. Ach Gott, muss man noch mal kurz warten. So, alles geladen, das laden wir auch noch mal. Das ist auch sicher, ist sicher. So, gut. Jetzt können wir wieder aufstehen. So, hopp. Okay, und jetzt brauchen wir die. Nice. Ach Gott, ich höre schon, es geht schon los. Lol. Okay. Ich habe gerade ein bisschen experimentiert. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Kollege, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz, ganz, ganz ruhig. Alles gut, alles gut, alles gut. Einer nach dem anderen. Nicht alle auf einmal. Ja, ich bin kein Feigling. Ich schaffe nur nicht alle auf einmal.
Das würdest du auch nicht schaffen. Und jetzt muss ich nachladen. Jetzt warte doch. Ist unfair. Mann, das soll einfach warten. Bis ich mit Nachladen fertig bin. So. Hey. So, guck, ich habe auch auf dich gewartet. Das ist ein bisschen unfair, die Splicer. Was ist das? Ionengel. Oder ist das so ein Flammenpfeffer? Wow. Mit Feuer spielt man ja schließlich nicht. Achso, und wo muss ich eigentlich jetzt hin? Wo ist denn mein neues Ziel? Ach Gott. Okay, wir rennen hier kreuz und quer durch. Hippie, Estus, Dingsbums. Keine Ahnung, wie das heißt. Ach Gott, ich höre schon wieder irgendwas. Ich muss auch auf die Zeit achten, dass ich die Folge nicht zu lang mache, weil ich versuche immer so 15, 17 Minuten. Es gibt ja sehr viele Folgen, die kürzer sind, aber ich versuche es immer so zu halten. Ja, manchmal passt sich's einfach perfekt, wenn man so einen Folgen-Cut macht. So, gut. Dann laufen wir unserer Kompassnadel nach. Was ich bei Bioshock sehr bedauere, ist, dass man keinen Spielstand hat, wie viel Prozent man schon durchgespielt hat. Das ist ja bei den... Ich muss kurz leise sein. Ja, was ich bei Bioshock sehr bedauere, ist, dass man halt... Oh Gott, hier waren wir doch schon, oder? Dass man einfach nicht den Spielstand sieht, wie weit man schon ist, wie viel Prozent man schon durch hat. Ich sehe einfach gar nichts. Aber vielleicht ist das ja auch gar nicht so schlecht. Hier waren wir doch letzte Folge. Ja. Oh mein Gott. Okay. Leite den Magmafluss um. Okay. Um das Wasser loszuwerden, musst du das Umleitungsventil so lange kurbeln, bis die Sperre eingerastet ist. Dadurch leitest du das Magma in den unteren Ebenen um und bringst das Wasser zum Kochen. Klingt sehr logisch. Trotzdem weiß ich nicht, was man machen soll. Kann ich... Wo ist denn... Aufzugschalter? Haben wir den Aufzug jetzt schon gerufen? Okay, hier haben wir einen Kurzschluss. Kollege, ich will Aufzug. Ich will Aufzug. Können wir hier rein? Nö. Ich verstehe nicht wirklich, wo wir jetzt hin müssen. Ich will mir auch nicht immer den Tipp anzeigen lassen. Aber wir müssen schon hier rein. Das ist schon kind of komisch. Ja, ich sehe ja, dass der Aufzug nicht funktioniert. Aber wie komme ich denn hier hoch? Ich suche irgend so eine Kurbel. Das Komische ist, man führt mich ja auch immer hier hin. So, ich mach jetzt einfach, lass mir den Tipp jetzt einfach anzeigen. Du musst das Wasser in der geothermischen Steuerung loswerden, damit der Aufzug wieder funktioniert. Halte A am Umleitungsventil gedrückt, um Magma ins Wasser fließen zu lassen, um es zum Kochen zu bringen. Halte A am Umleitungsventil. WTF. Aha. Wie dumm. Okay. Ja, und jetzt? Das ist irgendwie total unlogisch. Ich kann hier zwar was drehen, aber Grunde genommen bringt das gar nichts. Oh mein Gott. Ich weiß, das ist jetzt wieder so eine Situation, wo ich jetzt wieder so eine halbe Stunde rumlaufe, bis ich endlich mal irgendwas gefunden habe. Und ich blick nicht mal den Tipp. Wo haben wir denn die geothermische Steuerung? Du musst das Wasser in der geothermischen Steuerung, da sind wir ja. Wo ist das Umleitungsventil? Wir müssen hier irgendwie das Wasser abfließen lassen. Wo ist denn das so ein Umleitungsventil? Dingsens, Bumsens. Ich weiß es nicht. Hier? Nee. Ich feiere das Geräusch, ja. Hier?
Nee. Hier, Juventstation, nee. Okay. Hier kann ich auch nicht rein. Ich kann sprinten, wie ich will. Ich komme hier nicht rein. Was für Umleitungsventil. Und was für Magma-Ventil. Oh mein Gott. Das Spiel bringt mich noch um. Ich laufe die ganze Zeit nur durch die Gegend. Ich weiß einfach nicht, wo ich hin soll. Meine Kompassnadel sagt mir, ich soll hier lang. Ich bin jetzt hier bei der Umleitungsstation. Kann ich hier irgendwie hoch? Komm. Ne. Und hier auch nicht. Hier ist so eine Meditation, Dingensbumsens. Und der Aufzug, der kommt einfach nicht. Naja, ich würde sagen, ich beende jetzt hier die Folge. Wir sind uns dann, lasst mich jetzt überlegen, dass ich nicht falsch sag. Am Donnerstag wieder zu einer neuen Folge Let's Play Bioshock. Und ich hoffe, vielleicht komme ich dann von Geisteswahn darauf, wie ich das Problem lösen will. Bis dann, macht's gut, ciao.